Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es einmal darum gehen, wie man einen solchen EMS-Baustein in diese Lokomotive einbaut. Zunächst schrauben wir einmal die Lok auf. Trickstypisch ist diese hier mit einer Schraube von unten gesichert. Und wir können schon sehen, hier gibt es auch eine NEM-Schnittstelle. Und hier mal eine sehr interessante Lösung. Hier haben Sie diese Adapterplatine, wo der Blindstecker drin ist für den Digitaldecoder. Und die Beleuchtungen hier vorne werden über diese Platine hier kontaktiert. Sehr interessant, diese Konstruktionsweise in der Lok zu sehen. Wie auch bei den anderen Lokomotiven haben wir hier einmal außen die Schleifer. Man sieht auch hier, dass ist ja jetzt keine Elektrolok, hier gibt es diesen Schalter nicht. Und hier kommen also die Schleifer an und hier geht es raus zum Motor. Und so wie bei den anderen auch, verzinnen wir hier ein Stückchen, das machen wir einmal. Hier löten wir den schwarzen an, hier schlussendlich den gelben und den Rest können wir eigentlich dann mehr oder weniger alles so lassen. Den Baustein, den kürzen wir an der Stelle. Isolieren wir hier die Enden noch einmal dann ab. Und dann löten wir einfach den Baustein an. Hier also wie gehabt die schwarze Leitung. Hier im Übrigen sehe ich, dass das nicht so schön verlötet ist. Deswegen löte ich das hier mal einfach nach. Dann löten wir hier das einmal ab, den Motor. Dann dürfen wir ein Stückchen Schrumpfschlauch nicht vergessen. Einfach drüber stülpen. Okay.
Und Sie ahnen es, wir sind schon fertig mit dem Umbau. Verstecken wir den Baustein noch hier drunter. Und die Leitung. Fertig. Dann können wir schon wieder die Probefahrt machen. Ich baue einmal um. Ja, und dann probieren wir das Ganze aus und sehen. Es fährt wunderbar. Auf dem EMS-Signal. Oh, hat aber keinen Grip, die Lok. Nee. Krass. Ja, und dann können wir die ganze Lok wieder zusammenschrauben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage bis demnächst.